Willkommen zurück zu einem neuen QB-Core-Video. Heute zeige ich euch eine Ressource namens Philip Admin Duty. Damit habt ihr ein Admin Duty System, könnt den Befehl slash Duty eingeben und erhaltet dann Admin Kleidung, die ihr auch natürlich frei konfigurieren könnt. Und mit dem Befehl ATAG könnt ihr dann so eine Schrift über euren Kopf setzen lassen, dass auch alle sehen, dass ihr ein Admin seid. Ja, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Den Download findet ihr unten in der Videobeschreibung und wir legen jetzt los. Wie immer, einmal bei Code auf Download Zip klicken. Dann öffnen wir das hier einmal mit WinRAR und öffnen dazu parallel einmal unseren Serverordner. Das ist hier bei mir QB Core Framework. Navigieren hier in den Resources Ordner rein und hier rein könnt ihr es dann kopieren. Einmal von der ZIP-Datei hier rein kopieren, umbenennen. Wir machen das minus main dahinter weg, das brauchen wir nicht. Merken uns aber den Namen von der Ressource und öffnen den Ordner einmal. Hier finden wir eine config.lua, die können wir mal mit dem Editor öffnen. Und hier finden wir dann einige Sachen. Hier gibt es zum Beispiel wieder eine Config-Einstellung mit der Language. Hier unten die Übersetzungen, die ihr selber machen könnt. Hier könnt ihr euer Admin-Pad oder was auch immer ihr für ein Pad nehmen wollt, ändern. Und oben noch die Draw-Distanz von eurem Tag, Admin-Logo, Admin-Logo-High, von dem Logo, Logo-Spin, dass ich das so spinnen soll, Logo-Moving with Camera und so weiter und so fort. Und ihr könnt natürlich nicht Logo-Spin und Logo-Moving with Camera zur gleichen Zeit verwenden. Was sind das denn für Einstellungen hier? Wenn ihr einmal in Ordner Stream geht, habt ihr hier so eine Logo-Datei, die könnt ihr natürlich auch austauschen gegen eure eigene Logo-Datei. Mehr gibt es hier nicht zu sagen. Ihr müsst euch dann auch als Admin setzen. Dazu habe ich auch ein Video hier gemacht in dieser Tutorial-Reihe. Und dann könnt ihr den Server starten. Vorher gebt ihr natürlich in der Server-CFG unten ein. Könnt ihr ganz unten machen. Ensure Philip Admin Duty. Hier seht ihr, dass ich mich als Admin gesetzt habe. Dann startet ihr den Server einmal neu oder startet ihr ihn überhaupt einmal. Hier ist mein Server, ich schließe ihn jetzt einmal oder ja, schließe ihn einmal. Warte, bis er geschlossen wurde. Und starte ihn einmal neu über den Serverordner, Server. Und dann starte ich den FX-Server und wir sehen uns gleich in-game wieder und schauen uns das Ganze einmal an. So, in-game angekommen, könnt ihr dann die beiden Befehle mal ausprobieren. Slash Duty. Dann bekommt ihr den Pad gesetzt, den ihr eingestellt habt. Ich zeige euch gleich noch, wo ihr verschiedene Pads finden könnt. Ich habe jetzt einfach mal standardweise diesen hier eingestellt. Und ihr könnt den Befehl slash ATAG benutzen. Dann ist euer Logo, was ihr eingestellt habt, halt über eurem Kopf. Und ja, jeder kann das sehen dann halt. Könnt ihr zum Beispiel hier so ein Logo machen, Admin oder was auch immer, Admin on Duty. Gut, wir wechseln einmal kurz zurück zum Desktop. Damit die Sache auch klar ist. Hier auf dieser Seite, die packe ich euch unten in die Beschreibung rein, findet ihr verschiedene Pad-Models. Den Pad habe ich hier genommen vom Ranger. Einfach den Namen kopieren und dann bei der Ressource in der config.lua unter Pad den Namen eintragen, speichern, neu starten. Könnt ihr euch irgendwas aussuchen oder eigene hinzufügen und damit sind wir auch am Ende vom Tutorial angekommen. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal.